Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem kleinen Tutorial, das ich für heute kurz vor dem Release von der Strecke Salzburg-Rosenheim für euch eingeplant habe. Und zwar, ihr habt sicherlich auch die Idee, dass ihr doch sehr gerne die Baureihe 111 mit dem Steuerwagen fahren wollen würdet, also mit dem Steuerwagen voraus und hinten dran schiebt die 111. Nun ist das Problem folgendes: Es gibt keine offizielle Formation mit Steuerwagen, N-Wagen und der Baureihe 111. Dementsprechend müssen wir uns das Ganze selbst zusammenbauen. Im Formation Designer machen wir das nicht, sondern wir machen das Ganze über die FreeRoam. Das heißt also, all die, die auf der Konsole spielen, können das auch nachbauen. Dazu gehen wir mal ins Game und erzeugen uns erstmal hier ein neues Fahrzeug mit dem Formation Designer. Dazu nehmen wir erstmal die N-Wagen. Dafür geben wir jetzt hier ein BN. Und wenn wir BN angeben, dann haben wir hier schon die Steuerwagen. Das ist der Tri-Steuerwagen von Hanna. Und das hier sind die ganz normalen Steuerwagen in Verkehrsrot. Und das müsste der in Mintgrün sein. Wir nehmen jetzt mal den Verkehrsroten hier. Und ja, sagen wir mal, wir hätten gerne vier. Also wir hätten gerne den Steuerwagen und vier N-Wagen hinten dran. Dann machen wir das Ganze, wählen das aus und spawnen uns das Ganze erstmal hier hin. Pardon, mein Handy hat nebenbei hier gerade geklingelt. Und da ist auch schon der Steuerwagen. So. Das ist schon mal sehr schön. Der erste Schritt ist getan. Problem, ganz hinten, und wir laufen jetzt einmal nach hinten zum Zug, ist keine Baureihe 111, sondern eine Baureihe 110. Die wollen wir da nicht haben. Wir wollen eine 111 haben. Dementsprechend laufen wir jetzt einmal hier nach hinten hin und kuppeln ab. Dann können wir das Fahrzeug einfach über den FreeRoam-Modus entfernen. So. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt: Wir erzeugen uns ein neues Fahrzeug, nämlich die Baureihe 111. Dazu suchen wir nach 111 und nehmen dann hier das hier, diese Formation. Das ist nur die Lok und lassen sie hier vorne erscheinen, sobald es geht, und zurück erscheinen lassen. Hervorragend. Was machen wir jetzt? Wir steigen ein hier in den Führerstand. Tür können wir ruhig auflassen und setzen uns hin. Fahrtrichtungswender rein und in Rückwärtsstellung. Bremsschlüssel aufgesperrt, Bremsen gelöst, Lokbremse auch gelöst und dann einmal hier nach hinten in die Kamera hineingeflogen. Und jetzt schalten wir ganz vorsichtig eine Leistungsstufe mal auf. Und zwar nur ganz kurz. Das reicht auch schon. Hervorragend und wir kuppeln an. So. Jetzt sind wir angekuppelt. Das war es aber noch nicht. Wir lösen die Bremse erstmal. Nehmen den Fahrtrichtungswender auch wieder raus. Und dann drehen wir uns mal nach hinten hin. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und zwar in Führerstand 1 befindet sich folgender Schalter. Dieser Drehradschalter mit ZWS, ZDS. Und der muss in diese Mittelstellung auf Aus- bzw. KWS. Diese Stellung, die Nullstellung aus KWS ist da die relevante. Und dann können wir hier hinten genau die Hecklichter noch einschalten. Und machen dann hier noch die Zugbeleuchtung gerne noch an und Signal- und Instrumentenbeleuchtung. Machen die Tür zu. Jawohl, hinten sind zweimal rote Lichter an. Jetzt geht es einmal wieder nach vorne zum Steuerwagen. Einmal den ganzen Zug entlang gelaufen. Ja gut, ich hätte mir mal einen kürzeren Zug spawnen können für diesen Zweck, aber okay. Dann ist das halt so. Und wir steigen ein. Schließen die Tür. Einmal rein in das Mehrzweckabteil. In den Führerraum. Hoch. Tür zu. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir jetzt erstmal die Türen auf der linken Seite öffnen. Das funktioniert schon mal hervorragend. Und dann können wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen mal auf den Kartenmodus und setzen uns eine Route, damit wir auch ein Signal gestellt bekommen. Und ja. Unser Ziel ist jetzt einfach nur mal hier dieser kleine Bahnhof, dieser Haltepunkt da vorne. Hervorragend. Das Signal vor uns ist allerdings noch rot.
Okay, das ist natürlich nicht so hervorragend für ein Tutorial. God Mode habe ich jetzt leider auch nicht, um die Zeit zu beschleunigen. Aber okay, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte, wer uns denn jetzt hier blockiert eigentlich. Und warum wir nicht fahren können. Der hier. Gut, warten wir noch eben kurz auf den ab. Denn der wird vermutlich uns kreuzen irgendwo hier am Bahnhof. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Bild hier mit dem Steuerwagen. Es gibt halt leider keine Formationen auf Salzburg-Rosenheim, die mit N-Wagen bzw. mit dem Steuerwagen in irgendeiner Form vorzufinden sind. Das ist ein bisschen schade, die hätte man ruhig hier einplanen können, weil die ja durchaus hier gefahren sind, die N-Wagen. Auch wenn es nicht der Karlsruher Kopf war, sondern der Wittenberger Steuerwagen, aber ich finde, man hätte es ruhig machen können. Oder zumindest irgendwo die einen oder anderen N-Wagen abstellen können. Das gibt es nämlich leider auch nicht. Es gibt halt wirklich nirgendwo N-Wagen auf der Strecke. Es sind halt Dostos und Intercity-Wagen, die man hier als Personenwagen sehen kann. So, jetzt warten wir mal ab, bis mal da vorne endlich. Na ja gut, ist ja auch egal. Wir müssen ja nicht den ganzen Weg fahren. Es geht ja einfach nur um ein Proof of Concept. Und zwar habe ich jetzt aus Versehen den Notausschalter gedrückt. Das wollte ich nicht. Hauptschalter schließen. So, Lüfter auf hoch. Luftkompressor ist an. Okay, jetzt hoffe ich, dass es klappt. Was ich nämlich eigentlich wollte, war den Bremsschlüssel hier noch auf eindrehen, das lösen, das lösen. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Fahrstufen reinknallen. Und dann können wir fahren. Ihr seht, wir werden geschoben von einer Baureihe 110. Entschuldigung, pardon, von einer Baureihe 111 hoch. Die Türen waren noch offen. Und die schiebt uns jetzt hier hinten und wir können ganz entspannt im Steuerwagen fahren. Jawohl, jetzt ist sogar auch das Signal passenderweise umgesprungen. Dann können wir sogar tatsächlich einfach mal noch bis zum nächsten Halt fahren. Bis in Brücke. Können das einfach mal hier zusammen mit dem Steuerwagen ausmachen. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Das ist auf jeden Fall mal ein Screenshot wert. Das müsst ihr mir dann verzeihen an dieser Stelle. Ja, wobei, ach, ich mache den Screenshot später alleine. Da muss ich euch jetzt nicht bei diesem Tutorial nerven. Auf jeden Fall sieht das Ganze schon sehr, sehr schön aus. Hinten dran, wie gesagt, die Baureihe 111, die uns jetzt hier schiebt. Die ein oder anderen Fahrstufen hochstellen. Ich frage mich auch gerade, ob das im Vorstand in keiner Form eigentlich abgebildet wird. Den Fahrstufen. Oh, die sind zu schnell. Ich kann es nicht genau erkennen. Ja, wir sind um einiges zu schnell. Aber das Bremsen funktioniert auch, ne? Also auch das klappt problemlos. PZB ist jetzt aus, deshalb ist das jetzt auch vollkommen egal, dass da jetzt irgendwas zu bestätigen war. Hervorragend. Genau. Also nur ein kurzes, kleines, knackiges Tutorial. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte an dieser Stelle. Das wäre dann auch das zweite Video heute an diesem Tag auf diesem Kanal. Und wenn alles gut läuft, kommt auch noch heute Abend gegen 18:30 Uhr ein Livestream von der Strecke, sodass wir uns alles dann nochmal zusammen angucken können. Und zwar live. Ja gut, jetzt habe ich vergessen, auch die entsprechenden Lichter einzustellen. Toll. Und dann halten wir jetzt einfach hier vorne in In. Beziehungsweise hier auch direkt an der In. Also die Strecke hat schon ein paar wirklich schöne Stellen. Also hier wirklich echt schön. Und ach so, ach, das ist gar kein Haltepunkt gewesen. Das war einfach nur. Nur so. Okay. Gut.
das war es auch schon. Steuerwagen, Baureihe 111. So funktioniert das Ganze auch auf der Konsole. Ich hoffe, ihr habt damit dann ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr selbst damit dann unterwegs seid. Wir sehen uns dann hoffentlich heute Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.